Der Humor ist ganz was Wichtiges. Auch dass man über sich selbst nur lachen kann, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch das, was ich den Leuten, die zu uns da reinkommen, auch immer mitgeben mag. Verliert nicht euer Lachen und verliert nicht auch die Liebe zu, zu einem Mitmenschen. nicht nicht grantig auf den, der jetzt gerade mehr hat oder der gerade gesünder ist. Hallo und herzlich willkommen in das Burgenlern Wohnzimmer. Dass das Burgenland freilich auch sozial ist, das möchte ich heute aufzeigen und zwar in der Landeshauptstadt in Eisenstadt. Dazu ist als Gast bei mir im Das Burgenland Wohnzimmer Andrea Roschek. Sie ist die Obfrau der Pannonischen Tafel. Herzlich willkommen, Andrea. Danke für die Einladung. 2008 hast du die Banonische Tafel gegründet. Eine Freundin hat dich ein bisschen dahin gelenkt in diese Richtung. Genau. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an diesen Gründungsweg, war das für dich ein Weg, wo du gesagt hast, super, das schaffe ich alles, oder waren da auch viele Zweifel entlang dieses Weges, ob es was wird? Zweifel habe ich überhaupt nicht gehabt vom ersten Moment an. Ich glaube aber wenn man Zweifel hat, dann ist das schon mal ein schlechter Start. Ich war mir ganz sicher, dass es funktioniert. Weil ich eben nicht nur selbst in Armut war mit meiner also alleinerziehenden Mutter von vier Kindern, sondern das halt natürlich auch rundherum gesehen habe, ne? dass so viele Leute es brauchen könnten. Also, du hast da quasi eine Situation aufgegriffen, die schon da war ein bisschen. Genau. Genau. Wie bist du überhaupt zu diesem sozialen Engagement selbst gekommen? Naja, das war eigentlich bei mir irgendwie immer schon da. Das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, weil meine Großmutter ein sehr sozialer Mensch war und immer gemahnt hat, auf andere zu schauen. Und ähm, ja, dann bin ich aufgewachsen am Bahnhof und habe auch sehr viel Armut gesehen. Also, meine Eltern haben auch Buchhandlungen und eine Trafik am Bahnhof gehabt und da habe ich schon immer die Sachen so verteilt <laughs> unterm Tisch und es war irgendwie immer schon drin und eigentlich war immer so dieser. Dieser Plan oder dieser Wunsch, was Soziales zu machen. Allerdings habe ich nie genau gewusst, ob ich es für Menschen oder für Tiere machen möchte. Und die Oma hat das an dich weitergegeben als junger Mensch. Genau. Was würdest du denn heute jungen Menschen erraten in Bezug auf das Teilen? Ja, eben äh, ein bisschen nachdenken, schauen, wie man ein nachhaltiger leben kann, nicht immer alles wegschmeißen, sondern schauen, wer das noch brauchen kann, wo man es hinbringen kann, dass es nur gut umverteilt wird. Heute wird halt sehr viel weggeschmissen, was Leute wirklich gut brauchen könnten. Wenn man die Banonische Tafel in Anspruch nehmen möchte, mhm. welche Kriterien soll man denn, oder muss man denn da mitbringen? Genau. Als erstes gibt es natürlich so ein Raster, wo man schaut, dass die Bedürftigkeit gegeben ist, weil wir natürlich nicht wollen, dass wir jedes Monat 50 Tonnen Sachen durch die Gegend schleppen für Leute, die es nicht wirklich dringend brauchen. So ist es natürlich, halten wir uns an gewisse Regeln und bei uns sind es die, dass wir uns nach der Armutskonferenz halten, die alle zwei Jahre stattfindet. Und diese sagt, dass mit unter zwei 1200 Euro bist du schon gefährdet, arm zu sein und da setzen wir an. Bemerkst du bei den Leuten, die jetzt zu euch kommen, nur ein bisschen eine gewisse Scham, dass man die banonische Tafel eben in Anspruch nimmt? Naja, die, die zu uns kommen, die haben es quasi schon überwunden, Aber uns ist natürlich schon klar, dass es eine große Hemmschwelle gibt und dass zu uns natürlich nur ein kleinerer Prozentteil der Menschen kommt, dies eigentlich äh, das Bedürfnis haben. Ja? Also es gibt ja viele Leute, die auch noch im Arbeitsprozess stecken, vielleicht alleine ziehen sind an einer Feinkostabteilung die Wurst schneiden und trotzdem äh, nicht über Ort kommen. Ne? Also es wird schon noch viel, viel mehr geben, äh, die zu uns kommen könnten. Was wollen sich so die Menschen am meisten bei euch, sind das die Lebensmittel oder Kleidung oder man kann ja auch Haushaltsgeräte zu euch bringen, Hygieneartikel, Hygiene wo ist da so der Zugriff am stärksten? Also auf alle Fälle einmal bei den Lebensmitteln, das ist natürlich das Ex Existenziellste, ne? vor allem wenn man Kinder zu Hause hat, ist es ja wirklich wichtig, auch gute Lebensmittel zu Hause zu haben, Obst, Gemüse ist sehr wichtig bei uns. Für die Männer schaut es wieder aber ein bisschen anders aus. Die haben gern die Dosen. Und natürlich dann äh, kommen die leider und schauen, ah, wir brauchen eine Kaffeemaschine und so. Und das ist natürlich schon fein, wenn ich eine Kaffeemaschine kriege und um, um eine Spende von 2 Euro zum Beispiel. Ne? Und die Menschen, die zu euch kommen, die bringen ja auch ein bisschen Schicksale mit. Inwieweit hat man einen Einblick in diese Schicksale? Wir eben sehr viel, weil man, das war eben die, die Intention, warum wir das Wohnzimmer ein Jahr später gegründet haben. Also 2008 haben wir die Tafel gegründet, 2009 gleich das Wohnzimmer. Weil ich eben wissen wollte, was sind die verschiedensten Gründe, warum die Menschen in Armut kommen sind. Und wenn ich das war, kann ich natürlich viel besser mithelfen. Ne? Und das können eben ganz verschiedene Sachen sein. Ganz oft ist es Scheidung. Plötzlich müssen zwei Haushalte geschupft werden und finanziert werden. Es sind Schulden da, die aufteilt worden sind. Und äh, das ist natürlich eines der größeren Dinge. Oder irgendwelche Schicksalsschläge: Es stirbt wer in der Familie, es wird jemand krank und die Kosten werden nicht zur Gänze übernommen. Also es kann jetzt Corona zum Beispiel. Ist. Ein Riesenthema ist, wir haben jeden Tag Anmeldungen und da kommen Leute, die hätten sie in letztes Jahr nie vorstellen können, jemals eine Tafel zu besuchen. Kommen diese Leute dann auch zu euch? Ihr bietet ja auch eine kostenlose Sozialberatung an. Kommen die genau. zu euch auch und sagen, ich hätte gern diese Beratung, die würde ich ja. gerne in Anspruch nehmen? Ja. Also, das ist jetzt sehr häufig, die brauchen wir sehr, sehr stark, weil eben sehr viele Leute dabei sind, die es eben nicht vorstellen können und auch psychisch sehr belastet sind durch das. Ne? Du hast vorher einen guten Job gehabt, aber vielleicht verabsäumt dir was auf die Seiten zu legen. Und plötzlich stehst du da und musst zu einer Tafel gehen, ist natürlich schon sehr bitter. Ja? Und deswegen wird da unser René, unser, unsere Sozialarbeiterin, sehr braucht momentan. Was muss man denn noch so mitbringen, wenn man bei euch gern ehrenamtlich tätig sein möchte? Also, mitbringen, es kann jeder. Jeder hat ja gewisse Ressourcen und Potenziale und die kann bei uns jeder einbringen. Ob das im Wohnzimmer ist oder ob man gern mit Gewand und mit Mode zu tun hat, dann ist es eher der Marktplatz. Ob man direkten Kontakt mit den Leuten haben will, dann wird es die Ausgabe sein oder eben das Wohnzimmer, wo man mit den Menschen reden kann. Wichtig ist, dass man zuhören kann. Du hast vorher schon das Wohnzimmer erwähnt. Wir sind jetzt hier im Wohnzimmer bei euch. Es ist sehr, sehr gemütlich. Was findet hier genau statt? Jeder darf ins Wohnzimmer kommen. Nicht nur die Leute, die jetzt unsere Kunden im Food Corner sind, sondern es ist wirklich sehr erwünscht, dass alle ins Wohnzimmer kommen. Und damit einmal so eine soziale Durchmischung passiert. Ne? Und die Leute, die helfen sich ja gern gegenseitig. Und es ist nicht so, dass nur jetzt der, der Herr Reich der Frau Arm hilft, sondern auch sehr wohl umgekehrt. Ne? also für das ist das wohnzimmer da und was man heute halt machen ist dass man heute halt viel spaß miteinander machen wir machen so happy days miteinander wo man tanzen und singen wir haben konzerte hier wir machen karaoke abende lesungen und das ist natürlich alles kostenfrei und Konsumzwangfrei, also jeder kriegt hier was zum Essen. Es gibt immer ein schönes Buffet für die Leute, die hier reinkommen. Die Vision der Tafel ist ja eine Bewusstseinsänderung beim Menschen. Da haben wir vorher drüber schon gesprochen. Also hingehend mehr Wertschätzung. Was könnte das aber noch sein? Diese Bewusstseinsänderung? Wir arbeiten sehr viel mit Schulen zusammen und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch bei den Kindern anzufangen. Also je kleiner den Kindern bewusst ist, was ihre Lebensmittel zum Beispiel auch wert sind oder wie man mit Lebensmitteln überhaupt umgeht, es wird viel zu schnell weggeschmissen. Wir haben also Broschüre mit dem Verband und gemeinsam mit der Wiener Tafel gemacht. Ist das noch gut? Ja? Also sie mehr auf seine Sinne zu verlassen. Früher war das ganz normal. Wir sind auch nicht alle an Lebensmittelvergiftung gestorben. Heute wird der Joghurt meistens weggeschmissen. Sobald das Ablaufdatum überschritten worden ist, aber, also man weiß, dass man es vier Monate später noch immer essen kann. Ne? Und äh, auch da, das ist ganz wichtig, was die Lebensmittelverschwendung anbelangt, mehr Bewusstsein zu erlangen, sie wieder auf seine eigenen Sinne zu verlassen. Andrea, du selbst als ein sehr sonniges, offenes Wesen hilft einem das natürlich auch in diesem sozialen Gefüge, wo du da drinnen bist? Ja, das hilft auf alle Fälle. Also der Humor ist ganz was wichtiges, auch dass man über sich selbst nur lachen kann, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch das, was ich den Leuten, die zu uns da reinkommen, auch immer mitgeben mag. Verliert nicht euer Lachen. und verliert es nicht. Auch die Liebe äh, zu, zu einem Mitmenschensatz nicht grantig auf den, der jetzt gerade mehr hat oder der gerade gesünder ist, sondern ja, liebt, liebt euch einfach. Also es ist auch in meiner Radiosendung, ist der Schluss immer hauptsächlich lieb. Welche Radiosendung hast du? Ähm am Freitag äh, seit zwei Jahren eine Sendung, die heißt Impulsradio. Ja, also wir wollen halt den Leuten auch zeigen, dass das Leben nur viel, viel mehr zu bieten hat, auch wenn man ähm, nicht viel Geld hat. Manchmal ist es gerade, äh, wenn man wenig Geld hat, äh, dass man die Werte, die wirklichen Werte im, im Leben besser sehen kann. Und wo kann man diese Radiosendung hören? Ähm, es ist Radio OP, also Radio Oberbullendorf. Mhm. Und äh, kann man Livestream, gibt es, also auf Radio OP gehen, oben den Livestream anklicken. Mhm. Werden wir mal reinhören? Ja, bitte, hört es rein. Freitag immer von 1 bis 3, von 13 bis 15 Uhr. Ihr seid ein unabhängiger Sozialverein. Da nimmt man natürlich an, das Pandemiejahr 2020 hat euch auch ordentlich durchgebeutelt. Wie kann man euch unterstützen? Ja, also die Pandemie hat uns sauber durchgebeutelt. Wir haben seit einem Jahr eigentlich überhaupt keine, keine Unterstützung mehr durch äh, karitative Events. Das fällt halt jetzt komplett weg. Das erste war gleich der du Jürgens, der eigentlich ein Konzert machen wollte für uns. Und es war gleich in der ersten Woche abgesagt. Und so hat es halt schon viele Konzerte gegeben, die wir absagen haben müssen. Also äh, es ist gerade wirklich, wirklich schwierig. Helfen kann man uns gerade momentan in erster Linie mit einer finanziellen Unterstützung. Und dabei zählt wirklich jeder Euro. Was glaubst denn du, wo und wie kann man im Burgenland noch sozialer werden? Wie man nur sozialer werden kann, also es sollte mehr so Begegnungszonen wie das Wohnzimmer geben, auf alle Fälle. Das ist was ganz was Wichtiges, wo sie die Menschen treffen. Die Menschen sollten auf keinen Fall separiert werden. Also, dort ist, uh, uh, das Lokal, in das Lokal dürfen die Reichen eine und in das dürfen nur die Armen eine. Das sollte auf keinen Fall uh, so passieren. Also viel, viel mehr Begegnungsstätten, die eben das Wohnzimmer gibt. Ich weiß in Burgenland nur nichts, wo man reingehen kann und ohne Konsumzwang äh, sie mit jemandem reinsetzen und du kriegst trotzdem dein Kaffee oder dein Stück Kuchen oder so. Das war ganz, ganz wichtig und was wir nur brauchen würden, sind einfach viel mehr Tafeln. Ein burgenland Andrea. Okay, probieren wir Am Burgenland magst du die Offenheit äh, der, und die Freundlichkeit der Menschen. Unser Bundesland ist toll, weil. Weil äh, es äh, sehr südlich wirkt für mich. Ja. Hier sollte man herkommen, wenn. <laughs> wenn man gern segelt. Mhm. Burgenland steht für. Für einen guten Wein. Mhm. Ein Must-Do im Burgenland. Den Neusiedlersee besuchen, auf alle Fälle. Das ist für mich ein Mast. Ja. Ein Mast, Sie im Burgenland. Das Künstlerdorf in Neumarkt ja. sollte man gesehen haben. Das wünsche ich dem Geburtstagskind. Die nächsten 100 Jahre gut zu überstehen. Mhm. Liebe Andrea, danke schön, dass du heute zu Gast warst im Wohnzimmer und alles Gute weiterhin für euch, für die Banonische Tafel. Danke dir.